Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier beim Kanal von Whisky Evening. Und mein Name ist André, wer mich noch nicht kennt. Und ja, heute sind wir, ihr seht es am T-Shirt, besonders tierlieb. Ja, was hat Tierliebe mit Whisky zu tun? Nun, ich möchte euch heute zwei neue Abfüllungen vorstellen aus dem Hause Signatore oder Etradauer, und abgefüllt wurden die von Kirsch Whisky Import, und zwar in Zusammenarbeit mit der Tierschutzorganisation Sea Shepherd. Und zwar ist das eine Organisation, die 1900, ach Moment, sage ich gleich noch. Wann die gegründet ist, wir müssen jetzt mal einschenken. Das machen, haben wir jetzt auch wieder eine Rarität oder eine Seltenheit. Rarität ist ja Quatsch. Das ist jedenfalls eine Seltenheit, dass ich jetzt mal wieder was neu öffne. Weil meistens warte ich immer ein bisschen ab, ne? Wunderbar schon. Also einmal den Etradauer Sea Shepherd Sherry Cask und einen Berlechin. Einen Berlechin. So, zu den Flaschen sage ich nachher noch was. Ich blende jetzt natürlich auch ein, wann es zum Whisky geht, weil vorher erzähle ich ja noch ein bisschen was. Was ich eben sagen wollte. Ja, Tierschutzorganisation Sea Shepherd. Das Logo seht ihr hier drauf. Sea Shepherd. Totenkopf und Hirtenstab und Neptun Dreizack. Das ist das Logo. Deswegen hatte ich auch lange überlegt, ob ich vielleicht irgend so ein Heavy Metal T-Shirt anziehe, auch mit dem Totenkopf drauf. Aber ich dachte irgendwie, zur Tierliebe passt es eigentlich besser. Ne? Ist auf den ersten Blick jedenfalls schon mal nicht so aggressiv. Und Aggressivität passt eigentlich gar nicht zu mir, ne? Außer in besonderen Fällen. Aber gut, ich schweife da ab. Ja, Sea Shepherd, 1977 gegründet. Der Name des Gründers ist mir entfallen. Hat sich zur Aufgabe gesetzt, das Abschlachten der Meerestiere zu verhindern und dagegen vorzugehen. Und auch die Zerstörung der Umwelt dieser Tiere soll also verhindert werden. Und ja, ich kenne sie nicht, ne? Aber scheinbar sind sie doch wirklich mittlerweile recht aktiv. Denn es wurde 2010 die nächste, also nee, Quatsch, der deutsche Verein gegründet, also Deutsche Eintragung e.V. Und die haben irgendwie jetzt 13 Mitglieder. Und insgesamt hat diese Tierschutzorganisation 5 Schiffe in ihrer Flotte. Und da sind die also auf den Weltmeeren unterwegs. Und ich denke mal, hauptsächlich geht es da um die Walabschlachtung. Ne, würde ich jetzt mal vermuten. Also ich weiß jetzt nicht mehr von dieser Organisation. Aber Fakt ist, vom Flaschenpreis gehen 10% an diese Tierschutzorganisation, und das wird, also das finde ich super, wenn man sowas unterstützt, und wenn wir das mit unserem Genuss unterstützen können, dann umso besser. Also da muss ich sagen, das ist eine richtig gute Aktion hier von Kirsch und unterstütze ich natürlich gerne. Hätte ich noch ein bisschen mehr gerne unterstützt, sage ich auch dazu, denn mir ist bei der Bestellung da hier echt ein Fehler unterlaufen, weil ich die ja kriege die Nachricht oder die Newsletter von kriege ich halt immer so nebenbei mit, und dann denkst du, okay, mal sehen, wer von meinen Freunden würde sich denn dafür interessieren. Zack, 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 haben wir halt Rückmeldungen. Naja, komm, ich würde eine Flasche nehmen, ich würde eine nehmen, so wie auch immer. Dann wollte ich bestellen, war mir auch wunderbar sicher. Also ich glaube, am Dienstag kommen die der Newsletter, am Mittwoch früh habe ich bestellt, war alles wunderbar möglich, und ich klicke an 6 Stück und habe noch ein paar andere Sachen bestellt, wie zum Beispiel auch Gin und irgendwelche anderen Miniaturen und solche Sachen.
Ja, dann kriegst du eine Bestellbestätigung, wunderbar. Und das eigentlich klappt das immer wunderbar, nur diesmal, ne? Wo ich jetzt mal die Tierschutzorganisation unterstützt hätte. Tja, ist mir der Fehler unterlaufen. Ich habe anstatt 6 Flaschen von, also es gibt nur für die Händler, gab es immer nur maximal 6 Stück, ne? Also eine Kiste. Ich wollte 6 Stück davon, vom Edradawa Sherry, weil ich meine, allein von der. Vom Namen her und von dem, was da kommt, es kann eigentlich nicht schlecht sein. Da müsste es schon wirklich tief in, sag mal, in die braune Masse gegriffen haben, dass da was schief läuft. Edradawa Sherry Cask, also machst mal normalerweise nichts verkehrt. Ja, jedenfalls wollte ich 6 Stück nehmen. War mir auch sicher, dass die Lieferung kommt. Wunderbar, kam irgendwie vorgestern geliefert, Kiste abgestellt. Wunderbar, heute wollte ich sie auspacken. Was habe ich gemacht? Zufälligerweise habe ich die 6 beim Chin hin und vom Edradauer und vom Bärlerchen gab es jeweils nur eine Flasche. Weil ich habe das, glaube ich, mal so angeklebt im Shop-System. Ach, an welche muss ich noch denken? Und dann nehme ich immer nur eine rein und dann zum Schluss gucke ich immer noch mal, ah, wie viel will ich denn von welchen? So, keine Ahnung, was passiert ist, weil es war wirklich absolut mein Fehler. Ne? Absolut ärgerlich und deswegen bedanke ich mich hier ganz besonders wegen dieser Flasche vom Edradauer bei meinem Freund Thorsten, Whisky-Genießer Thorsten, der die Flasche bestellt hat und der nichts dagegen hat, weil ich ja jetzt nur eine habe, ne? Dass ich ein bisschen was davon wegtrinke von ihm und er von mir die geöffnete Flasche bekommt. Also Thorsten, ganz herzlichen Dank. Ich würde dann auch noch durch noch jemand anders von euch erwähnen, der mir den Bällerchen noch abnimmt und vielleicht im nächsten Video würde ich den dann erwähnen. Ja, apropos nächstes Video. Es geht mit großen Schritten auf mein 100. Video zu. Ich finde es sehr schön, dass sich manche meiner Abonnenten hier Gedanken machen. Mensch, was hast du da was Besonderes geplant? Oder bringst du jetzt endlich mal dein Video mit Whiskys, die du gar nicht magst? Und aber ich glaube, fürs 100. Video ist es nichts mit Flaschen, die ich gar nicht mag. Zumal ich schon mal gesagt habe, ich habe das nochmal geändert, weil da zwischendrin jetzt auf einmal der Geschmack sich verbessert hat, dass eine wieder rausgeflogen ist. Also die schmeckt mir jetzt. Ne? Und ja. Dann haben wir gearbeitet und überlegt, machst du da eine ganz besondere Flasche oder jedenfalls möchte ich was machen mit Bezug auf 100. Entweder eine Flasche, die so limitiert ist, dass es genau nur 100 Stück gibt oder irgendwas anderes, wo also eine 100 mit einer Bedeutung hat. Und das wird vermutlich nächsten Sonntag dann kommen. Ich mache ja, wenn es klappt, versuche ich immer am Donnerstag und am Sonntag ein Video hochzuladen. Wie gesagt, manchmal klappt es nicht, Arbeit und Krankheit und Lust, ne? Oder vielleicht auch mal Fastenzeit, ne? Dass man einfach mal sich auferlegt und sagt, ich trinke jetzt mal ein paar Wochen überhaupt keinen Alkohol. Alles möglich, aber wie gesagt, nächsten Donnerstag wird noch ein Video kommen und dann am Sonntag wird es das 100. wahrscheinlich sein. Ihr kennt, da gibt es diese Funktion mit Revue oder Premiere. Das ist also ein ähnlich wie live, das heißt, da kann man nur live chatten. Das Video wird aber abgespielt, habe ich natürlich vorher dann schon gedreht. Würde ich mich freuen, ich würde das, denke ich mal, halt um 8 erst hochladen, dass vielleicht der eine oder andere schon wach ist und vielleicht sich mit beteiligen kann. Also, falls ihr Lust habt, ne, seid ihr gerne eingeladen. Wenn nicht, könnt ihr schlafen und könnt später angucken. So schlimm ist das auch nicht. Ich würde mich halt freuen, wenn man einfach mal so ein bisschen austauscht und Feedback bekommt. Das ist ja das Schöne an dieser ganzen Geschichte, was ich jetzt über ein Jahr hier mit den Videos mache. Tja, so lange erstmal zur Vorrede. Jetzt sage ich mal was zu den Flaschen. Wir haben also einmal hier einen Edradour Sherry Cask und der ist abgefüllt mit 58,7 Volumenprozenten. Es steht nichts weiter drauf, mit Farbe und mit Kühl gefiltert. Und da hat man heute erst in einer Facebook-Gruppe oder in zweien wieder verschiedene Diskussionen, wie das aussieht mit Farbstoff und mit Kühlfiltrierung. Also wenn nichts draufsteht, dann ist kein Farbstoff drin.
denn wenn Farbstoff drauf ist, und das habe ich jetzt kontrolliert, auch bei Laphroaig Car Strength, da steht es nicht auf der Tube, da steht es auf der Flasche. Beim 18-Jährigen, den ich habe, 18-Jährigen Laphroaig, steht es auch immer drauf, hier unten mit Farbstoff. Ne? Wahrscheinlich sind die Flaschen teilweise, weiß ich, für die Holländer oder was produziert. Farben Justed Matte Caramel, das hört sich für mich ein bisschen holländisch an. Ich habe dann auch bei der Macallan mal geschaut und dann ist er mir jetzt doch noch lieber, dass ich den irgendwann mal öffne. Bei denen steht extra drauf Natural Color. Ja, freut mich, Macallan. Habe ich gar nicht gedacht. Also wird die demnächst doch mal dran glauben müssen. Das heißt einfach mal, wird aufgemacht. Ja, und hier ist es eben auch so, die Information kam zwar, Non-Chill Filtered Natural Color. Das heißt also nicht kühl gefiltert, kein Zuckercouleur. Das heißt, die Farbe kommt hier alleine aus der Fassreifung in Sherry-Fass. Da steht nur Sherry Cask. Abgefüllt wurde er am 18.06., also distilled, wurde er am 18.06.2008 und gebottelt jetzt am 8.11.2018, also so circa vor 2 Monaten und 10, 11, 12 Tagen. Davon gibt es 700 Flaschen. Ja, und dann Fassnummer 157. Das ist so geschwungen geschrieben, ganz schwer zu lesen jetzt für mich. Sonst steht nichts weiter drauf. Also wir haben einen 10-jährigen Edra Dauer hier im Glas. Und die andere Flasche, der Berlechin, der ist auch Refill in Sherry Cask After Isla Whisky. Das heißt, in diesen Sherry-Fässern war erst Isla Whisky drin und danach kam der Berlechin rein. Ob das jetzt was ausmacht, weil der Berlechin ist ja schon ein rauchiger. Jetzt müsste man halt wissen, welche Destillerie war es. Das schreiben sie aber nicht drauf. Aber hier haben wir die Situation und das ist ganz schlecht geschrieben, deswegen habe ich mich gewundert, was in Newsletter stand, aber es wurde am 26.08.2003 destilliert, so schlecht geschrieben, dass ich eine 8 gelesen habe und auch gedacht habe, dass der 10 Jahre ist, aber der ist 15 Jahre alt, denn abgefüllt auch am 14.11.2018, also wie gesagt, vor ca. 2,5 Monaten. Ja, davon gibt es nur 497 Flaschen, weil wir jetzt auch nicht wissen, was es für ein Fass war, war es Hogshead, war es Sherry Butt. Also die Butts sind ja immer ein bisschen größer als die Hogshead. Naja, hier steht es auch nicht drauf, aber hier sind ja 700 Flaschen drin, da war es mit Sicherheit ein Sherry Butt. Ich stelle es mal so hin, wie ich die Gläser eingeschenkt habe. Ach, die Gläser seht ihr gar nicht. Ne? Ja, und jetzt wollen wir uns diesen mal widmen. Ach so, der hat 57,7%. Und der andere 58,7, das heißt, der ältere hat also durch den Angel Share in den 5 Jahren nochmal 1% weniger Alkohol drin. Ist also fast stärker Abfüllung. Jetzt merke ich gerade, dass ich kein Wasser bereitgestellt habe. Habe ich noch irgendwie Wasser drin? Ah, ich habe noch Wasser drin. In meinem Quellwässerchen aus Schottland. Na? Weil es dann doch 58% ist schon, denke ich mal, ziemlich kräftig, je nachdem. Werden wir uns mal sehen, wie er uns schmeckt. Werden wir uns mal ansehen. Ich kann nicht sprechen, gell? Ich habe wirklich noch gar nichts weiter getrunken. Außer heute Nachmittag haben wir mal kurz mit jemand anders mal eine Bombe probiert. Also so, da haben wir hier schon relativ wenig Alkohol. Ja, wenn du jetzt verkehrt riechst, also hier oben, ja, da merkst du dann schon ein bisschen, aber die 58% kommen jetzt so nicht so deutlich zum Spüren. Schöne Fruchtaromen. Dunkle Früchte. Leichte Pflaumen. Das ist wieder so Zwetschgen, da ist noch ein bisschen Säure noch mit drin, ne?
Vielleicht drehe ich das Video nochmal neu, wenn also mit der Zeit einfach besser wird. Und das jetzt einfach zu frisch ist mit nach dem Öffnen. Naja, aber das Video geht schon 15 Minuten. Okay, wann ich eingeschaltet habe, weiß ich jetzt nicht. Wann ich eingeschenkt habe, vielleicht 2 Minuten. Also absolute Sherry-Aromen drin. Ich rieche jetzt die ganze Zeit und versuche noch ein bisschen die Kräuter vielleicht rauszuschmecken, weil heute Nachmittag, wie gesagt, war ganz krass eine Kräuternote noch mit drin. Habe ich jetzt hier nicht, aber ich habe irgendein Holz irgendwie noch mit drin. Oder ein Baum, frisch abgesägten Baum oder sowas. Und vielleicht könnt ihr das mit nachempfinden, so ein bisschen Frühlingslaub. Also das ist komisch, ne? Aber so frische Blätter, wenn man die irgendwie mal abrupft. Obwohl es ja noch lange hin ist mit dem Frühling, ne? Wir haben ja jetzt schöne Kälte in den letzten 2 Tagen. Minus 10 Grad bei uns. Die Früchte. Das ist mittlerweile eher so ein Fruchtkompott. Da ist alles Mögliche mit drin, alles so dunkle Sachen. Sogar diese Blaubeeren, diese Heidelbeeren. Und zwar, das ist sogar das Kraut. Also falls ihr mal im Wald wirklich mal welche selber gesucht habt, dann wisst ihr, was ich meine. Und da hat es mal reingeregnet und so riecht das hier. Schöne dunkle Früchte. Und jetzt geht sogar so ein bisschen in die Richtung diese Früchte vom Rumtopf. Ja, das ist schon wirklich. Und dadurch, jetzt kommt der Alkohol irgendwie ein bisschen stärker. Deswegen erinnert mich das so an diesen Rumtopf. Ich trinke nicht viel Rumtopf, aber es gibt einmal im Jahr bei Bekannten von uns die Situation, dass wir da legendär den Rumtopf trinken. Legendär deswegen, weil es gab mal so Episoden, wo es einfach mal zu viel war. Und da ist ja auch immer, da war ganz kräftiger Rum drin und das merkst du ja, diese eingelegten Früchte so. Das kommt hier dem ziemlich nah und dann kommt so noch ein bisschen Pflaume noch mit rein, so ein bisschen. Aber relativ wenig Süße jetzt hier, ne? Eher absolut Früchte. Sodass ich da eher von auf Oloroso tippen würde. Aber jetzt wollen wir mal probieren, ne? Slange. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mir nicht wieder so geht wie in meinem letzten Video, wo ich mich nicht verabschieden konnte. Sorry Leute, nochmal. Ne? Aber wunderbarer Geschmack. Typisch die Süße vom Sherry im Mund. Dann etwas astringierend, das heißt ziemlich trocken werden im Mund. Und du merkst dann schon, wie sich so eine Pfeffernote, so weißer Pfeffer richtig über die Zunge ausbreitet. Der kräftige Alkohol hat ja seine Wirkung. Aber wunderschön jetzt diese leichten Kaffeearomen, diese leichten Kakaoaromen am Gaumen. Also wirklich sehr hell. Schön warm wird der ganze Rachen. Und jetzt, und so ist es manchmal, wenn ihn im Mund hattest und von innen durch die Nase riechst, ne? Wir nehmen ja die meisten Gerüche in der Nase wahr, dann kommt jetzt auf einmal eine Offenbarung auch von einer Süße noch dazu. Und ich glaube, wenn ich da jetzt ein bisschen Wasser reinmache, da werde ich ein bisschen was von der Süße spüren. Also dann ist das machbar. Ja, ihr seht, manche beschweren sich, dass sie zu viel schütteln den ganzen Tag, aber
Das ist so automatisch, mache ich gar nicht so bewusst. Ja, mit Wasser. Ein paar Tropfen Wasser rein, kommt eine Süße. Schon in der Nase, wirklich wunderbar. Die ich vorhin nicht hatte. Also vorhin waren, wie gesagt, andere Aromen. Dummerweise haben die nicht mal eine Beschreibung, in welche Richtung es geht. Ne? Das heißt, muss ich alles selber rausriechen. Man maß ja auf den Flaschen was draufstehen. Da kannst du sagen, aha, in die Richtung müsste es vielleicht gehen. Ich bin ja auch noch kein Profi, ist ja ein langer Weg, um Whisky-Experte zu werden. Ne? Bin ja erst auf dem Weg dahin. Also ich muss mal sagen, absolut geil geworden. Freut mich richtig. Bin ich richtig froh, dass ich ihn mal probieren durfte. Und danke, Thorsten. Du kriegst natürlich die Flasche in den nächsten Tagen von mir geliefert. Und ja, natürlich auch einen Preisnachlass, wenn ich da schon was raustrinke, ne? Ganz klar. Jetzt widmen wir uns mal den Berlechin. 15 Jahre im Sherryfass. Viel heller von der Farbe, weil es ein Refill-Sherryfass war. Aber in diesem Sherryfass war, wie gesagt, vorher schon mal ein anderer Whisky, ein Islay Whisky. Und da bin ich mal gespannt, ob ich jetzt da irgendwas rausschmecke oder. Ansonsten ist es fürs Marketing mit Sicherheit gut. Ah, schöner, leichter Rauch. Mit dem Rauch ist es so eine Sache, ne? Da war ich neulich beim Tasting, da hatte ich den ganz schwachen McPeat dabei, also der für mich total schwach war. Und gut, man muss sagen, das war ein Einsteiger-Tasting, eine kleinere Gruppe. Und die haben dann diesen McPeat mal probiert und da waren welche dabei, die gesagt haben, um Gottes Willen, Medizin und weiß ich was alles. Und ich denke, hä, habe ich den Lafroig eingeschenkt? Nee, ich habe ja nur den McPeat dabei gehabt. Also so ist halt die Wahrnehmung total unterschiedlich. Und bei Rauch ist es wirklich teilweise so, dass ich, vielleicht weil ich oftmals hier drinnen schon ein paar Gläser stehen hatte, dass es vielleicht doch, ich müsste mal durchlüften, ich weiß es nicht, woran es liegt. So leichte Raucharomen nehme ich schon manchmal gar nicht mehr wahr, außer wenn ich komplett frisch irgendwie in der Nase bin. Mal sehen. Aber wunderbar, so ein bisschen Meeresaroma kommt mit rein. Und das ist untypisch, das kann wirklich aus diesem Islay fast herrühren. Weil es passt eigentlich nicht so richtig für Berlechin. Weil Berlechin hat eigentlich einen kräftigen Rauch. Aber ich denke mal, im Gaumen werde ich es merken. Also ich erwarte eigentlich da einen kräftigen Rauch. Habe hier eher hellere Früchte, helle Trauben. Ja, und durch diese Alkoholnote, wenn ich jetzt. Ja, schon, doch auch schon eine Süße. Der Problem, ich habe hier gar keinen Rauch. Hä? Oder habe ich mich jetzt wirklich schon so lange dran gewöhnt? Müssen wir hier mal die Nase mal frisch machen. Ich habe hier so wenig Rauch in der Nase. Also, wenn ich jetzt nur an der Nase rangehen würde, würde ich gar nicht denken, dass ein Berlechin ist. Den ersten Berlechin, das war der 10-Jährige, den ich mal getrunken habe. Also da, den fand ich ja heftig. So alter Gummi und sowas, ne? So Autoreifen oder Fahrradreifen, sowas ähnliches. Man gewöhnt sich im Laufe des Lebens dran, ne? Aber und hier habe ich jetzt gar nichts. Da wollen wir sehen. Die Fruchtnote ist auf alle Fälle da. Wie gesagt, aber heller, ganz klar. Viel heller, viel heller. Eher Richtung so ein bisschen so gelbe Äpfel. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Also irgendwie ja, gelbe, süße Äpfel. Nicht grüne, nicht rote, sondern so gelbe Äpfel. Frucht.
Da hier haben wir eher so einen Fruchtsalat, wenn man so will, oder Obstsalat, wo eben sehr viele Äpfel drin sind, viel ganz frische Pflaumen vielleicht, also ganz frische, vielleicht auch ein bisschen Ananas. In die Richtung. Viel, viel heller, ähnlich auch wie die Farbe das deutlich macht. Aber, und süßer. Der ist von vornherein schon süßer, obwohl wir ja da noch kein Wasser haben. Ja, bei dem kommt da kommt, also beim Edra Dauer kommt die dunklen, süßen Früchte vom Sherry oder dieser Einfluss absolut stark jetzt. Und bei dem hier haben wir wirklich die helleren. Also es ist etwas, wer auf Bomben steht, ist mit Sicherheit mit dem hier von der Nase her, weil den habe ich ja noch nicht probiert. Wer so auf Sherry-Bomben steht, ist mit dem Edra Dauer super bedient. Beim Berlechin hast du eher die ausgewogenere Variante. Wobei ich auch nicht Richtung Vanille komme. Also da so weit bin ich nicht. Sondern wirklich diese gelben Äpfel. Ja, mittlerweile hat sich meine Nase mit Sicherheit, selbst wenn da ein bisschen Rauch drin war, die Nase so lange schon daran gewöhnt, dass du einfach wenn Rauch da wäre, hinter dem Rauch jetzt die Früchte hast. Obstsalat, wie gesagt, das ist das, was ich hier in der Nase habe. Ich habe auch keine Kräuter in dem Sinne oder kein Laub. Was ich beim anderen hatte. Also, jetzt probieren wir mal, ne? Also, Slanjwa. Also, du hast hier, es kommt sofort eine Süße, dann auf einmal merkst du diesen Rauch, diesen wunderbaren Rauch, der sich sofort wie durch alle Poren zu schießen scheint. Ich kann es so sagen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und dann wird er absolut trocken. Und bei dem hier habe ich nicht, du hast ganz kurz mal diese Trockenheit, vielleicht den Eindruck, dass es ein bisschen pfeffrig wäre, ist aber schnell wieder weg. Also es ist also nicht so lang anhalten wie beim Edward Dauer, der Berlechin. Und der Rauch war total stark und ist jetzt nur noch ganz leicht zu spüren. Also wie so ein leichtes Schwelen, das Feuer, wunderbar. Im Sommer, wenn der Grill, wenn du fertig bist mit Braten und es brennt noch ein bisschen vor sich her. Ganz leichter Rauch, der dir erhalten bleibt und schön warm im Abgang. Und die Süße und diese Fruchtaromen, und bei dem komme ich jetzt, während ich so spreche, kommen die Schokoladenaromen. Da kommt jetzt Schokolade, Schokoladeneinfluss. Das auch. Oh, ist gut gelungen. Sehr gut gelungen. Wollen wir da auch mal ein paar Tropfen Wasser reinmachen, damit wir es vielleicht miteinander vergleichen können. Wie viel haben wir noch drin? Habe ich mal 4 Tropfen Wasser rein oder 3 Tropfen Wasser? So. Ganz schwache Süße nur. Naja. Und jetzt merke ich schon von unten heraus wieder, der Rauch, also bei Lächeln, das ist, also, ob das irgendein eiler Einfluss ist, das, keine Ahnung. Das ist für mich bei Lächeln. Bei Lächeln ist einfach so kräftig vom Rauch. Immer im Geschmack.
Ich mag den, ich habe, ach, hier seht ihr das, Bällerchen, Burgundi Cask. Das Ding ist einer meiner Liebsten mit. Ja, die wird nicht viel süßer durch das. Wenn wir mal schauen, wie sie im Geschmack ist. Viel mehr Kakao. Rauch ist auf alle Fälle da sehr präsent. Wenn ich jetzt beide vergleichen muss, kann man, also klar kann man es vergleichen, man kann immer alles miteinander vergleichen, aber es sind ja unterschiedliche Whiskys. Der eine raucht, der andere nicht raucht. Für jeden mit Sicherheit was dabei. Also der Rauch und die Kakaoaromen, die findest du beim Bällerchen. Also viel stärker oder jetzt wieder beim Reden. Du musst dir wirklich etwas Zeit geben, dann hast du Schokoladenaromen drin. Wie wenn du eine wunderschöne Praline gegessen hast. Also so richtig schöne, was gibt es bei uns, diese, weiß ich, Lauensteiner oder von Fiba, irgendwelche schönen, ne, Fiba macht mehr Nougat. Na, Nougat ist es nicht. Aber du hast so richtig schöne, mit sehr viel hohen Kakaoanteil, aber nicht zu sehr, dass es bitter wird, sondern, ach ja. Muss den aber eine Zeit lang drin lassen. Ne? Also, ja. Also sind beide wirklich sehr gut gelungen. Ich wüsste jetzt nicht, welchen ich den Vorzug geben sollte. Preislich ist es so, da habe ich glaube ich noch nichts dazu gesagt. Der Edward Dauer 10 Jahre Sea Shepherd kostet 69, 90, 69, 50, ich weiß jetzt nicht genau. Also knapp 70 €. Wie gesagt, davon gehen einige Euro an diese Organisation. Und beim 15-jährigen Berlechin ist es so, dass der 89, 90 oder 89, 50 kosten soll. Und davon gehen immer auch 10% an die Organisation. Das ist nicht so, dass die Händler das jetzt abführen müssen an den, wenn sie es jetzt verkauft haben, sondern das ist beim Einkaufspreis schon draufgeschlagen. Ne? Also es ist also nicht, wenn man so will, klar, nicht die 9 € von den, ich sage mal, wenn wir von den 90 € ausgehen, 10%, die 9 € werden es nicht sein, sondern beim Einkaufspreis sind es halt vielleicht dann eben, wie gesagt, diese 7 €, die dann weitergegeben werden. Aber es ist ja trotzdem auch eine schöne Geste, finde ich wunderbar. Diese Geschichte kann man wunderbar unterstützen. Für den Tierschutz habe ich was übrig, wie auch natürlich für irgendwelche anderen Organisationen, ob das THW wären oder Feuerwehr oder was auch immer. Ich finde, solche Sachen, es sind es wirklich wert zu unterstützen, wenn da Leute sich ehrenamtlich engagieren und fürs Gemeinwohl sorgen und auch natürlich für die Umwelt und alles Mögliche. Eine wunderbare Aktion wollte ich einfach nur noch mal hier zum Schluss damit bekunden. Gibt sicherlich noch mehr, die was machen. Ich weiß von Wolfburn, dieser Poppy, der hat dann irgendwie für die Kriegsgräberfürsorge oder für irgendwelche Sachen da auch noch Geld eingesammelt oder abgegeben. Ist ja immer mittlerweile gang und gäbe, dass man das immer öfter macht. Ja, ist notwendig, finde ich gut, das zu unterstützen. Wer eben die Chance hat, eine von diesen 700 Flaschen zu bekommen. Die Händler, also für den Händler wird es schwer. Ich weiß, bei meiner Nachbestellung, ich habe heute mit Kirsch telefoniert. Das wird also schwer. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch den einen oder anderen, der vielleicht seinen Kontingent nicht abgerufen hat, dass ich da vielleicht noch eine Flasche bekomme. Aber es sieht sehr schlecht aus und ich weiß nicht, in den Shops wird er, denke ich mal, auch relativ schnell vergriffen sein. Also überlegt nicht lange. Ihr braucht nicht großartig suchen nach irgendwelchen günstigen Preisen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den lange gibt. Er ist es wert, auch getrunken zu werden. Den brauchst du nicht unbedingt sammeln, ne? Sondern macht ihn auf, genießt ihn, wisst, dass er damit was Gutes unterstützt. In dem Sinne drücke ich euch die Daumen, dass er den bekommt. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, denn ich lade das Video ja wieder am Sonntag hoch. Und natürlich auch sonst alle Tage wunderbares Winterwetter, was wir in den letzten 2 Tagen schon hatten. Viel Spaß mit dem Whisky
Und bleib gesund, sodass wir uns auf alle Fälle nächste Woche zu meinem 100. Video vielleicht sogar live sehen. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, euer André.